Wien. Für viele die lebenswerteste Stadt der Welt. Wer hier lebt, braucht kein Auto. Denn es gibt neben Bus und BIM die U-Bahn. Sie bewegt mehr als 1,2 Millionen Fahrgäste pro Tag. Ober- und unterirdisch. Zu 109 Stationen. Heute sind die Wienerinnen und Wiener fast genauso fasziniert von der U-Bahn wie vor 40 Jahren. (lacht) 1978. Am 25. Februar zischt offiziell zum ersten Mal ein Silberpfeil über die neu gebaute U1-Strecke. Sie ist 3,2 Kilometer lang und führt vom Karlsplatz zum Reumannplatz. Und in Ihrer aller Namen werde ich nunmehr gemeinsam mit dem Herrn Bürgermeister und dem Herrn Stadtrat das Tor zum U-Bahn-Zeitalter in Wien feierlich öffnen. Großer Andrang, viele Meinungen, kleine Pannen. Damit ein Jahrhundert- und Milliardenprojekt wie die Wiener U-Bahn umgesetzt werden kann, muss vieles zusammenspielen. 100 Jahre lang wird überlegt, eine U-Bahn in Wien zu bauen. Doch nach dem Ersten und Zweiten Weltkrieg fehlt das Geld. Der Wohnbau geht vor. Der Platz auf der Straße wird immer enger. Erst 1968, Jahrzehnte später als andere internationale Großstädte, entschließt sich der Wiener Gemeinderat zum Bau der U-Bahn. Ein Jahr danach, Untergangsstimmung. Wien wird zur Baustelle. Das war das Jahr, in dem die Amerikaner am Mond geflogen sind und in Woodstock die Rockmusik mehr oder weniger erfunden haben, haben wir die größte Baugrube Europas gehabt, das größte und tiefste Bauloch, das war am Karlsplatz. Die Wiener haben damals noch Chaosplatz gesagt, wegen den Verkehrsumleitungen. Oben ohne Umleitungen. Die Werbeaktion für den U-Bahn-Bau sorgt allein schon für ziemliches Aufsehen. Seit heute früh werden am Wiener Stephansdom Erschütterungsversuche vorgenommen. Durch diese Versuche soll festgestellt werden, ob der Dom die während der U-Bahn-Bauarbeiten am Stephansplatz entstehenden Erschütterungen ohne Schaden überstehen kann. Kein Wiener braucht jetzt mehr U-Bahn, weil man geht in der Innenstadt von einer Ringseite auf die andere in einer halben Stunde. Nein, ich brauche sie nicht. Ich habe hier eigentlich wenig Vorteile. Vor allem für die Wiener Autofahrer sehr hart. Ich kenne bis jetzt niemanden, der auch nur sagt, dass er einmal mit der U-Bahn fahren würde, höchstens um sie einmal auszuprobieren, aber das ist alles. Auf der Rohbaustrecke der U1 werden Probe-U-Bahn-Fahrten für die Bevölkerung angeboten. Genauso auf der künftigen U4 zwischen Friedensbrücke und Heiligenstadt. Denn der Krieg hat Spuren hinterlassen. Ja, das Tunnelfahren, nachdem die ersten Testfahrten und Probebetrieb waren, war es gar nicht so einfach, die Wiener unter die Erde zu bringen. Eingedenk, dass der Kaiser Franz Josef angeblich gesagt hat, meine Wiener werden nicht unter die Erde müssen, wie in Budapest der U-Bahn gebaut worden ist und in Wien nur eine Stadtbahn. Es waren damals sehr viele, gerade die ältere Generation, die hat eigentlich Angst gehabt, in einem Tunnel, in so einem geschlossenen unterirdischen Raum sich zu bewegen und zu fahren. Und das musste man eben versuchen zu überwinden, indem man Probefahrten, U-Bahn-Tage, Takt, offene Türe gemacht hat. Ja, das war die Generation, die nach dem Zweiten Weltkrieg, den Ende des Zweiten Weltkriegs mit den Bomben- und Luftschutzkellern erlebt hat. Und das ist tief gesessen, die Erinnerung und die Narben. Aber es war eine neue Zeit, eine neue Epoche. Das 21. Jahrhundert war eben das Jahrhundert der U-Bahn im Verkehrsgeschehen. Neben der U1 entstehen zwei weitere Linien. Die U4 auf der ehemaligen Stadtbahnstrecke entlang der Otto-Wagner-Stationen. Und die U2 auf der Strecke der ehemaligen U-Strap, also der Unterpflasterstraßenbahn, die es zum Teil auch heute noch gibt. (lacht) 1976 stürzt die Reichsbrücke ein. Ein Unglück, das die U1-Verlängerung über die Donau beschleunigt. Bereits wenige Jahre später kann man mit der U-Bahn zum Naherholungsgebiet Alte Donau fahren. Und gewissermaßen sogar in das Ausland, nämlich in die UNO-City. Aus der sogenannten Gürtellinie der Stadtbahn entsteht Ende der 80er Jahre die U6. Kurz darauf eröffnet die U3,
anfangs zwischen Erzberg und Volkstheater. Im Schnitt sind in Wien in den ersten 40 Jahren jährlich 3 Stationen und 2 Kilometer Strecke dazugekommen. U-Bahnfahren im Cockpit ist lange Zeit Männern vorbehalten. Erst 1992 tritt die erste U-Bahn-Fahrerin ihren Dienst an. War sehr lustig. Die Leute haben meine Stimme gehört. Damals gab es ja noch das berühmte Abfertigen, Zug fährt ab. Hat man auch selbst durchgesagt. Und die Leute haben eine weibliche Stimme gehört und sind nach vorne gelaufen, haben geschaut, was sitzt da wirklich eine Frau drinnen, gibt es das? Und war sehr, sehr lustig. Haben gewunken, haben mir gratuliert. Die Vorurteile waren, eine Frau kann das also nicht schaffen, technisch nicht begreifen. Die Höhenunterschiede wären zu anstrengend für uns Frauen. Es wäre auch zu anstrengend, den Zug zu erklimmen, weil von der Strecke hinauf bis zum Zug sind es ungefähr 90 cm Einstiegshöhe, die man schaffen muss. Das musste ich damals auch probieren, ob ich das kann. Inzwischen ist Claudia Betriebsobermeisterin in der Leitstelle in Erzberg. Manche nennen es das Raumschiff. Von hier aus wird Tag und Nacht der U-Bahn-Betrieb gesteuert. Und auch aktuelle Durchsagen für die Fahrgäste in den Stationen werden hier eingesprochen. Seit 2011 nicht nur auf Deutsch, sondern auch auf Englisch. Change to the lines U1, U6 and the replacement buses. Neben den aktuellen Hinweisen gibt es auch automatisierte Durchsagen. Die sind seit 2012 weiblich. Franz Kaider, der jahrzehntelang die Stimme des Verkehrsunternehmens war, Simmering, umsteigen zur S-Bahn und zu den Zügen der ÖBB, wird abgelöst von Angela Schneider. Die Schauspielerin setzt sich bei einem Online-Voting gegen andere Stimmen durch. Rathaus, umsteigen auf die Linie 2. Auf der Homepage habe ich für Sie gewählt. Ja. Um auf Katastrophen vorbereitet zu sein, üben Bundesheer und Blaulichtorganisationen regelmäßig den Ernstfall. Nicht ohne Grund, denn auch die Wiener U-Bahn bleibt von Unglücken nicht verschont. Anfang der 90er Jahre etwa. Ein Kabelbrand zerstört einen Silberpfeil der U2 in der Station Karlsplatz. Kurz darauf, in der Abstellhalle Kagran, durchstößt ein Fahrer beim Zurückschieben die Rückwand. Der U1-Zug bleibt in 5 Metern Höhe hängen. In der Station Stadion kracht 2009 eine U-Bahn in der Wendeanlage gegen einen Prellbock und entgleist. Der Grund: Der Fahrer ist eingeschlafen. Fahrgäste bleiben von großen Unglücken stets verschont. Nicht aber von Störungen. Manchmal muss sogar ein Zug mitten im Tunnel evakuiert werden. Es ist keiner gekommen und hat keine Leute geholfen. Also es hat keiner geholfen. 150 Fahrgäste müssen 2010 aus einer U-Bahn gerettet werden. Der Grund? In der Station Landstraße setzt sich ein bewaffneter Mann auf die Gleise. Die Person wurde dann von Wegebeamten mit einem Elektroschocker überwältigt und aus der U-Bahn-Station gebracht. Es kann auch vorkommen, dass sogar Autos der U-Bahn den Weg versperren. Weniger dramatisch sind tierische Zwischenfälle. Nicht ungefährlich ist manchmal auch der Weg in die U-Bahn. Zum einen der Spalt zwischen U-Bahn und Bahnsteig. Und auch die Tür, die zuzwickt, wenn sich mancher noch hineinzwickt. Doch hier ist inzwischen deutlich nachgebessert worden. Generell setzen die Wiener Linien immer mehr Ressourcen in die Sicherheit. Neben dem eigenen Sicherheitsdienst wird die Videoüberwachung seit Jahren aufgerüstet. Die Züge und Stationen werden derzeit von mehr als 6000 Kameras überwacht. Das Bildmaterial wird oft von der Polizei für Fahndungen verwendet.
Auch die Feuerwehr freut sich über eine eigene U-Bahn-Station in Floridsdorf. Zum Üben. Inklusive Silberpfeil, der vor der Verschrottung bewahrt worden ist. Das ist ein wirklicher, echter Zug, der natürlich sehr, sehr schwer ist. Und hier wird also auch geübt, das Heben von sehr schweren Lasten. Es passiert halt leider wieder immer wieder, dass eine Person durch einen Unfall unter die U-Bahn kommt und dann müssen die Handgriffe rasch und sicher sitzen und das bei beengten Platzverhältnissen. Eine Herausforderung für den U-Bahn-Betrieb sind Großveranstaltungen wie das Donauinselfest oder auch der Silvesterpfad. Kurz vor dem Jahreswechsel wird hier die Station Stephansplatz gesperrt. Die Berufsrettung richtet hier eine Ambulanz ein. Und es gibt einen eigenen U-Bahn-Rettungszug. Der bringt im Untergrund Verletzte rasch aus dem Zentrum, während oben die Massen feiern. Nach Fußballspielen strömen Zehntausende auf die U-Bahn zu. In der Station Stadion sorgt ein Zähl- und Schleusensystem dafür, dass sie geordnet auf den Bahnsteig kommen. Während im Hintergrund überwacht wird, sorgt am Bahnsteig selbst U-Bahn-Moderator Nikolaus für Sicherheit. Mit Wiener Schmäh. Gleis 3 wird ernst rasch noch zusteigen. Wir fahren in 5 Sekunden. 4, 3, 2, 1. Gleis 3 zurückbleiben bitte. Nicht mehr einsteigen. Achtet auf eure eigene Sicherheit. Am Boden haben wir keine Kosten und Mühen gescheut. Eine gelbe Linie aufgezeichnet. Bitte bleibt hinter der gelben Sicherheitslinie. Vielen Dank. Kuschelt euch ein bisschen zusammen. Immer noch Zeit zum Einsteigen in diesen Zug passen. 900 Fahrgäste. Wir fahren erst, wenn 1000 drin sind. Begrüßen wir den nächsten Zug mit der Welle. Gleis 1, Vorsicht, euer Zug fährt ein. Oh. Ich kenne ihn schon lange, der ist super. Ja, ich finde es sympathisch. So, das wie am Oktoberfest, das ist genauso. Es ist ein bisschen Kabarett, es ist ein bisschen Action da herinnen. Ja, der macht es lässig. Die machen die Stimmung, die hört es richtig auf. Um auch das subjektive Sicherheitsgefühl der Fahrgäste zu erhöhen, treten von den Wiener Linien ausgesuchte Straßenmusiker auf, an speziell gekennzeichneten Plätzen. Außerdem wird im U-Bahn-Bereich sicherheitshalber alles entfernt, was liegen bleibt. Zuerst haben die Wiener Linien verlorene Gegenstände selbst aufbewahrt. Gebisse, Golfschläger, gebrauchte Gummipuppen, war alles dabei bis jetzt, ja. Außer Kinder und Tiere, alles. Inzwischen werden alle Gegenstände beim zentralen Fundservice der Stadt abgegeben. Aber nicht nur innen wird gereinigt, sondern auch außen. In der Waschanlage. Und manchmal auch händisch. Es ist ganz wichtig, dass die Fahrgäste auch eine gute Sicht nach drinnen und draußen haben. Und gerade hier bei den Türen muss also hier entsprechend gereinigt werden. Und man muss dann auch die übersprühten Beklebungen wieder neu machen, damit also für die Fahrgäste ganz klar ist, wie ist der Eingang, wo sind die Türgriffe und so weiter und so fort. Auch Design und Kunst haben auf den zweiten Blick etwas mit Sicherheit zu tun. Daher ist die Wiener U-Bahn so etwas wie das größte Museum Österreichs. In der U3-Station Westbahnhof eine 40 Meter lange Installation, die 60.000 Jahre europäische Kulturgeschichte darstellt. Sie überqueren den Planeten und zugleich wird das Klappern ihrer Absätze live auf die Bahnsteige übertragen. Die Kamera ist woanders. Die Kamera ist nicht da. Ach so, das ist ein Zusammenschnitten. Eine Mixture, größere. Ja, nein, das muss der einfach. Das ist erst im Werden. Nein, das ist schon fertig. Das ist schon fertig. Kunst im öffentlichen Raum, das hat sich bewährt. So wie es gilt, wo Schmutz ist, kommt schnell Schmutz dazu, gilt auch, wo hochwertige Materialien sind, wo Qualität geboten wird, wo würdevolle Räume entstehen und dazu gehört eben Kunst, wird es geachtet vom Kunden, wird respektiert und diese Kunstwerke und diese Räume werden viel weniger verschmutzt oder fallen weniger vandalen Abakten zum Opfer, als wie schmutzige, finstere, dunkle Räume. Oder wie hier am Karlsplatz, vom Drogen-Hotspot zum Schmuckstück. Eines der bekanntesten Kunstwerke ist von Ken Lam. Der kanadische Künstler zeigt negative Schlagzeilen neben positiven und auch kuriosen. Eben wie in einer Nachrichtensendung.
Thematisiert wird der Schnitzelverbrauch in Wien, genauso wie die Zahl der Verliebten. Also ungeplanterweise ist dieses Kunstwerk von Ken Lama interaktives Kunstwerk geworden, weil kaum nach der Eröffnung dürfte eine erboste Dame bei der Zahl der Verliebten minus 1 hingeschrieben haben. Zwangsbeglückung oder Kunsterlebnis? Kunst liegt, so sagt man, immer im Auge des Betrachters. Manchmal ist das wortwörtlich zu sehen. Beim alten Landgut wollten wir durch die Nähe zum Austria-Stadion, zum Horststadion, wollten wir, um Provokationen zu vermeiden, haben wir gebeten, bitte die Künstler, bitte vermeidet Grün-Weiß als Farbe beim Kunstwerk oder vielleicht auch nicht unbedingt Violett oder überhaupt Vereinsfarben. Und der Schweizer Künstler Yves Netzhammer war so genial und hat gesagt, na, wenn er die Vereinsfarben nicht verwenden kann, und es sind ja sehr viele, dann macht er Flip-Flop-Farben, die beim Vorbeigehen einfach den Farbton ändern. Und so hat jetzt der Fan, wenn er vom Match siegestrunken oder enttäuscht nach Hause geht, hat er ein Wechselbad der Gefühle. Bei den Grabungen zum U-Bahn-Bau sind auch Schätze geborgen worden. Kleine wie römische Vasen und große wie die alte Stadtmauer. Aber auch Mystisches. Eines der größten Geheimnisse im Wiener U-Bahn-Netz ist die Virgilkapelle unter dem Stephansplatz. Sie ist beim U-Bahn-Bau 13 Meter unter der Oberfläche entdeckt worden. Das wird noch später in den Generationen auch vorbehalten bleiben, zu erforschen, wie diese Virgilkapelle entstanden ist, wer sie gebaut hat, warum sie gebaut wurde und vor allem, wie man da reingekommen ist, damals im Mittelalter. Denn beim U-Bahn-Bau haben wir diese eine Front aufgemacht und in die Station integriert. Aber im frühen Mittelalter müssen die mit Seilzügen oder wie auch immer hier runtergekommen sein. Und es gibt in ganz Europa oder weltweit kein vergleichbares Bauwerk. Für eine Krypta ist es viel zu groß und so unterirdische Kapellen gibt es meines Wissens nicht in Europa. Ich kann es wirklich nur jedem empfehlen, daher zu kommen und kurz innezuhalten und sozusagen ein bisschen 600 Jahre zurückgehen in der Zeit und vom 21. Jahrhundert ins 13. Jahrhundert diesen Sprung zu machen. So wie man für die meisten Museen ein Ticket braucht, so auch für die Wiener Linien. U-Bahn fahren kostet in Wien mit der Jahreskarte 1 Euro pro Tag. Rund 100 Kontrolleure sind im Netz täglich unterwegs. Im Schnitt fahren 1,8% schwarz. Ein niedriger Wert für ein offenes U-Bahn-System ohne Schleusen und Schranken. Zum Vergleich, in Paris fahren 5% ohne Fahrschein. Wer in Wien erwischt wird, muss sozusagen ein Premium-Ticket lösen, um 105 Euro. Was glaubt, gestatten Ihre Fahrausweise bitte? Was glaubt, den Fahrausweis bitte? Fahrausweis bitte. Silvia ist eine Schwarzkapplerin. So nennen die Wienerinnen und Wiener Kontrolleure, weil die früher schwarze Kappen getragen haben. Du hast nette Personen, du hast freundliche, die freuen sich, wenn sie dich sehen, wenn sie einen Vorschein herzeigen dürfen. Dann gibt es natürlich auch die Grantschirm. Ich sage halt, die typischen, in der Früh zu knapp dran, die kranteln halt dann immer dumm. Oder untertags, oder wenn sie schlecht aufgestanden sind, oder wenn sie Probleme haben. Mein Job ist es nicht, dass ich der Blitzerbleiter bin, aber es bringt der Job mit sich, dass ich halt dann der Bröbock bin. 105, wenn Sie es gleich zahlen möchten, oder 115 mit der Lagschein? Mit der Lagschein. Bitte sehr, die Dame. Immer mehr Fahrgäste, immer mehr Hektik. Das sind Herausforderungen für Schwarzkappler. Und das Phänomen der sogenannten Smartphone-Zombies. Ja, da schauen sie in ein Handy rein, haben die Kopfhörer drinnen und nehmen die Umwelt überhaupt nicht wahr. Und da denkt man immer, was machen die, wenn die auf die Straßen gehen? Ich meine, ich muss doch so weit horchen, die Lautstärke, dass ich die Umwelt wahrnehme. Ja? Guten Morgen, Fahrausweis, grüß Gott, den Fahrausweis bitte. Hallo, ein Fahrausweis. Hallo. Na, dann geht's noch immer nicht. Dann tust du einmal das Mackerl runter die Nase und dann reißt das meistens. Und dann haben sie einen? Ja, meistens schon, aber es sind Gedanken versunken. Das ist, weiß nicht, ich verstehe es selber nicht. Das ist halt die Zeit, glaube ich. Die U-Bahn schlängelt sich mit durchschnittlich 30 Kilometern pro Stunde durch Wien. Aber da sind die Aufenthalte in den Stationen bereits mit eingerechnet. Keine Linie fährt rein unterirdisch. Die Züge bewegen sich auf und ab durch das hügelige Wien. Kann die U-Bahn womöglich mit einer Achterbahn verglichen werden? An und für sich muss ich sagen,
als Achterbahn ist übertrieben. Wichtig bei der U-Bahn ist natürlich auch, um diese hohe Reisegeschwindigkeit erreichen zu können, bei der Anzahl der Stationen eine große Beschleunigung. Und auch die Bremswerte nicht verträglich, dass die Fahrgäste eine doch ruhige Fahrt vorfinden. Und ich würde sagen, dass das an und für sich für unsere Kunden heute Routine ist und sie sich auch an die Geschwindigkeit gewöhnt haben. In den ersten 40 Jahren gibt es viele Veränderungen. Ein paar Beispiele. Die alten Züge der U6 werden durch neue T-Züge ersetzt. Die Silberpfeile werden langsam verschrottet und weichen den V-Zügen, durch die man durchgehen kann. Bereits jede zweite aller U-Bahnen ist klimatisiert. Das Rauchen ist ab 2007 nicht nur am Bahnsteig, sondern im gesamten U-Bahn-Bereich verboten. Die U-Bahn-Station Lerchenfelder Straße zwischen Rathaus und Volkstheater ist nicht mehr in Betrieb. Sie ist Wiens erste Geisterstation. Es gibt auch geheime Tunnel, die nicht im Netzplan eingezeichnet sind, aber für den Betrieb notwendig sind. Sie befinden sich zwischen Erdberg und Stadion, Schwedenplatz und Landstraße, Rosauerlände und Stephansplatz und zwischen Schottentor und Stephansplatz. Unter anderem. In 40 Jahren wird auch viel gefeiert. Etwa 2010. Nach einer Abstimmung wird die Nacht-U-Bahn eingeführt. Zumindest am Wochenende und vor Feiertagen. Ein Fest, das sich auch Knight Rider David Hasselhoff nicht entgehen lässt. Bei der Nacht-U-Bahn hat er ein wirklich gutes Gefühl. It's a real good feeling riding the train called Knight Rider. Als 2015 der Eurovision Song Contest in Wien stattfindet, beschallt die Künstlerin Conchita die U-Bahn-Steige mit Sprüchen wie: Conchita sagt, das Leben ist wie ein U-Bahn-Bahnsteig, voller interessanter Menschen. Wenn Hollywood-Stars wie Tom Cruise, Simon Pegg und Rebecca Ferguson in Wien drehen, kommen sie an der U-Bahn nicht vorbei. Was die Kinobesucher in Mission Impossible 5 nicht zu sehen bekommen? Die Hollywood-Stars fahren mit dem Auto bis zum Bahnsteig. Ebenso eine Hauptrolle hat die U-Bahn außerhalb des Netzes, in einer Wiener Zahnordination. Dadurch, dass wir hauptsächlich Kinder behandeln, ist es eben so, dass sie uns auch zeitweise ihre Geschichten zu den U-Bahnen erzählen, mit welcher U-Bahn sie am liebsten fahren und wo sie halt noch nicht gesessen sind. Es ist ganz amüsant. Fehlen darf hier auch eine echte U-Bahn-Tür nicht. Und auch das Klo ist im Untergrund. Humor beweisen die Wiener Linien bei einer Rolltreppenparty. Der Grund? Nach fast einem Jahr Reparatur fährt die Rolltreppe in der Station Schottentor wieder. Die wichtigsten Events für die Stadt sind aber wohl die insgesamt 25 Teileröffnungen von 9 Strecken. Gefeiert wird etwa 2013 die Verlängerung der U2 bis zur Seestadt Aspern. Die U-Bahn ist hier vor den Bewohnerinnen und Bewohnern da. Und 4 Jahre später die Verlängerung der U1 von Leopoldau bis nach Oberla. Und der Ausbau geht weiter. Die U2 bekommt eine neue Strecke. Sie wird vom Rathaus bis zum Matzleinsdorfer Platz verlängert und in weiterer Folge bis zum Wienerberg. Die Stadt wird weiter durchlöchert. Wien wächst und wir bekommen immer mehr Fahrgäste. Und wir haben einen Zuwachs einerseits von den Einwohnern in Wien und einen Zuwachs von den Pendlern rund um Wien. Wir haben derzeit schon innerstädtische Kapazität, Engpässe und an gewissen Knotenpunkten und gewisse Streckenabschnitten haben wir unsere Systemgrenze erreicht. Das heißt, wir können nicht ein dichteres Intervall mehr führen und es wird schon recht kuschelig für den Fahrgast. Also der gewohnte Fahrgastkomfort kann einfach nicht mehr gehalten werden. Dazu kommt die neue automatisierte U5. Sie wird ab 2024 den bestehenden Teil der U2 vom Karlsplatz bis zum Rathaus übernehmen und bis zum Frankplatz verlängert. Später dann sogar bis zum Elterleinplatz.
Mit der U5 wird es also 6 Wiener U-Bahn-Linien geben. Da stellt sich schon die Frage, können die Wiener Linien nicht richtig zählen? Doch, können zählen. Die U5 ist so irgendwie ein bisschen der Lückenschluss von dem, was es die U-Bahn gibt. Hat man wohl die U5 geplant, aber bis jetzt nie realisiert. Und mit dem Linienkreuz U2, U5 gibt es dann tatsächlich diese fehlende U5. Die U5 wird ja ein vollautomatisches System. Dementsprechend gibt es einige neue Elemente auch in den Bahnsteigen. Es kommen Bahnsteigtüren, die den Gleisbereich vom Bahnsteigbereich dann physisch abtrennen. In dem Bereich, wo heute die gelbe Sicherheitslinie ist, bis zur Bahnsteigkante ist eine Glaswand und die trennt den Gleisbereich vom Bahnsteigbereich. Das heißt, erst wenn der U-Bahn-Zug da ist und steht, öffnen sich die Türen und man kann dann zwischen dem Fahrzeug und dem Bahnsteig wechseln. Das heißt, es kann niemand mehr was auf die Gleise fallen und dementsprechend wird natürlich so automatisch auch die Sicherheit am Bahnsteig gehoben. Mit dem neuen System kommen auch neue Züge, die sogenannten X-Wagen, gebaut in Wien. Sie fahren die Wiener U-Bahn automatisch in die Zukunft. Die anderen Linien könnten mit entsprechendem Aufwand auch automatisch werden. Die Stadt Wien hat in ihrem Stadtentwicklungsplan bis 2025 sich das Ziel gesetzt, dass 80% aller Wege in Wien zu Fuß, mit dem Fahrrad oder mit dem öffentlichen Verkehr zurückgelegt werden. Ich kann Ihnen sagen, dass das U-Bahn- oder Metro-Geschäft eines der weltweit boomendsten Business darstellt. Solange das Beamen von der Enterprise noch nicht erfunden ist, werden wir mehr auf die U-Bahn immer zurückgreifen müssen. 40 Jahre Wiener U-Bahn. Eine Verkehrsrevolution.